Wir waren lange mit dem Schiff unterwegs, doch kamen wir endlich in der Stadt Mountain an. Es war eine große Insel mit reichlich Platz für mehr als 100 Dutzend Einwohnern. Allerdings siedelten sich die meisten im Mittelpunkt, am See und am Fluss, den wir durchquerten, an. Wir kamen an einem Haus vorbei, welches einen Doppeldeckerflugzeug aus Holz vor seiner Anlegestelle liegen hatte. Für unsere kleine Galeere war leider kein Platz, denn die Galeere war länger als der Holzflieger. Daher trieben wir weiter zu einer nächsten Anlegestelle, legten an und begutachteten einen der wenigen Stadtteile, die es gab. »Wir sind hier in Oberolmbach, einem der wenigen Stadtteile dieser Insel«, erzählte mir der Mann in der Kutte, mit dem ich auf der Galeere unterwegs war, und ihm folgte. Ich blickte hinauf zum Turm, der bereits von Weitem zu sehen war. »Von hier werden wir mit den Pferden weiterreisen. Hoffentlich wissen Sie, wie man ein Pferd reitet.« Ich antwortete ihm nicht. Doch folgte ich ihm immer weiter zu den Pferden, denn es gab außer ihm niemanden, an den ich mich halten konnte. Ich sattelte auf und hatte auf einmal ein seltsames und dennoch vertrautes Gefühl, als hätte ich es schon mal getan. »Drehen Sie mit Ihren Hacken in seinen Bauch, dann weiß Ihr Pferd, dass es sich bewegen muss«, lehrte mich der Mann. Ich tat mir wie geheißen und es funktionierte. Er ritt vor und ich ihm hinterher. Wir waren nicht schnell unterwegs, aber dennoch in einem angemessenen Tempo, bei dem ich das Pferd zügeln konnte. Eine Weile lang folgten wir dem Flusslauf, bis wir an eine Gabelung kamen. Auf dem einen Schild rechts von uns stand Mappenhorn, auf dem Schild links von uns stand Flussmündungsplatz See. Der Mann in Kutte gehüllt blieb stehen, schaute kurz in die Richtung zum Mappenhorn, ehe er sein Pferd nach links zum Flussmündungsplatz zog und weiterritt. Wir folgten dem Weg zu einer Brücke, die wir aber nicht überquerten und stattdessen nach rechts abbogen. An einer kleinen Hütte kurz vor dem Marktplatz hielten wir an. »Ich werde uns etwas besorgen. Bleiben Sie für eine kurze Zeit hier«, befahl der Mann in der Kutte mit ruhiger Stimme, stieg vom Pferd ab und begab sich zum Marktplatz. In der Zeit sah ich mich von meinem Pferd aus um und sah, wie viele Werke. Ich kannte den Tag nicht, geschweige denn den Monat, aber es muss wohl wichtig gewesen sein. Von meinem Standpunkt aus sah ich einen großen Baum, der anders war als all die Bäume, die ich gesehen habe. Er sah bunt aus und leuchtete. Der See, den ich überblicken konnte, war groß und hatte zwei Inseln, auf der Bäume standen. Nach einiger Zeit kehrte mein Gefährte in Kutte zurück zu mir und gab mir eine Maske. »Setzen Sie diese auf, dann werden Sie nicht so viele Blicke auf sich ziehen«, sagte mir der Mann. Eine kurze Weile schaute ich mir die Maske an und sah meinen Gefährten an. »Vertrauen Sie mir, das wird helfen«, versicherte der Mann. Ich band mir die Maske um. »Gut, folgen Sie mir«, gab der Mann von sich, nachdem er aufsattelte und voranritt. Ich folgte ihm und wir ritten am Eingang zum Marktplatz vorbei. In der Mitte des Marktplatzes befand sich ein kleines Gebäude mit einem spitzen Turm, welches von kleineren Hütten umringt wurde. Viele Menschen wuselten über den Markt, es war laut. Wir kamen auch an den großen, bunten, leuchtenden Baum vorbei, und dieses Mal konnte ich mehr erkennen. Er wurde mit Laternen und lauter kleinen, bunten Terrakotta-Kugeln besteckt, wie mir mein Gefährte in der Kutte erzählte. Einige Häuser waren bereits zu erkennen, andere wiederum waren mittendrin im Aufbau ihres Eigenheims. Wir umritten den halben See und ritten dann durch den Wald. Die Pferde schnaubten, der Schnee knirschte unter den Hufen der Pferde und das Gelände war weitaus weniger eben. Es dauerte eine Weile, bis wir etwas Großes erreichten, das auf einem Berg errichtet wurde. »Willkommen zur Festung Masyaf, werter Herr«, sprach der Mann in der Kutte zu mir. Wir ritten einen Hügel hinauf und begaben uns durch das Burgtor, welches geöffnet war. Fast als wenn wir erwartet wurden. »Willkommen zurück, Mentor«, wurde der Mann in der Kutte begrüßt. Ich wurde stutzig und schaute den Mann in der Kutte fragend an. Der jedoch schien es nicht zu bemerken, da er seinen Blick nach vorn gerichtet hatte. Er brachte sein Pferd zu einem Unterstand, sattelte sich ab und band es an. Die Leute, die sich in der Burg aufhielten, hatten mir skeptische Blicke zugeworfen. Ich brachte ebenfalls mein Pferd zum Unterstand und machte es dem Mentor gleich. »Willkommen in der Burg. Ich zeige Ihnen für heute erstmal Ihren Schlafplatz. Die nächsten Tage bekommen Sie aber einen eigenen privaten Raum zugewiesen«, vermittelte mir der Mentor.
Er zeigte zu dem großen Burgturm auf und ging voraus. Im Turm angekommen, zeigte er mir das Bett und einen Tisch mit Stuhl. Dann gab er mir ein Buch mit einer Feder und ein Tintenfass in die Hand. Vielleicht wird Schreiben Ihnen nützlich sein. Dann können Sie mir Ihren Namen verraten, sofern Sie wollen, teilte er mir mit und ließ mich mit diesen Worten für den restlichen Tag allein. Seltsam, dachte ich, und wusste aus einem mir nicht erklärlichen Grund, dass mir dieses Buch tatsächlich was nützt. Also setzte ich mich daran und begann zu schreiben. Seitdem bin ich nun hier und habe so viele Fragen. Wer bin ich? Warum hilft der Mann mir? Was hat es mit dieser Kutte auf sich, die wohl jeder hier trägt? Was ist das überhaupt für ein Ort? Wieso weiß ich nichts über meine Vergangenheit? Warum kann ich nicht sprechen? Wer bin ich? Und wer ist dieser Mann in der Kutte, der wohl als Mentor bezeichnet wird?